Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis. Ich heiße euch herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter rübergerutscht und ich wünsche euch wirklich nur das Allerbeste. Heute steht was ganz Besonderes auf dem Plan, denn ich habe mir schon Ende letzten Jahres überlegt, dass ich etwas Neues mit euch machen möchte. Und ihr seht hier drei Gläser vor mir stehen, wo oben verschiedene Worte draufstehen, beziehungsweise verschiedene Eigenschaften, die in den Gläsern vorhanden sind. Und zwar sind das zum einen Lebewesen, etwas Gegenständliches, beziehungsweise etwas, was man anfassen kann. Darunter habe ich jetzt auch Pflanzen gezählt, deswegen eher etwas, was man berühren kann. Und dann Tu- und Wie-Worte. Ich ziehe aus jedem Glas ein Wort, sodass wir drei Zettelchen haben. Und daraus werde ich ein Bild malen. Das ganz, ganz Besondere daran ist, dass ihr mich von vorne bis hinten, also ich habe nichts vorbereitet, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ihr nehmt von vorne bis hinten daran teil, was ich hier heute mache. Wir werden als erstes natürlich die Worte ziehen. Ich bin selber schon sehr gespannt. Ich habe hier nur meine Federmappe liegen und mein Skizzenbuch. Ansonsten weiß ich auch noch gar nicht, mit was ich arbeite. Dann legen wir doch direkt mal los. Ein Lebewesen. Nochmal schütteln. Eine Schneeeule. Eine Schneeeule, das fängt ja gut an. Puh. Etwas, was man berühren kann. Ein Stupsnäschen. Eine Schneeeule und ein Stupsnäschen, das passt ja gar nicht zusammen. Heieiei. Schneeeule, ein Stupsmäßchen. Mal gucken, was sie tut oder wie sie es macht. Grün. Okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz für mich ein kleines Brainstorming machen. Das mache ich am besten auch mit euch zusammen. Die Gläser, die stelle ich jetzt mal zur Seite. Ich lasse aber die ganze Zeit die Zettelchen hier liegen. Dann könnt ihr euch ja auch schon mal Gedanken machen, wie ihr das vielleicht umsetzen möchtet, bevor wir hier zum Ende des Videos kommen und ihr seht, wie ich was umgesetzt habe. Ich nehme mir erstmal ein weißes Blatt zur Hand und einen Bleistift. Eine Schneeeule. Ich habe nämlich auch bewusst heute meinen PC ausgelassen, weil ich wollte das einfach heute mal frei raus irgendwie machen. Aber dass ich gleich die Schneeeule als erstes ziehe, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Wie machen wir das am besten? Eine Schneeeule. Es kann ja nicht so schwer sein, eine Schneeeule. Es muss ja auch nichts Realistisches sein, ne? Also es muss jetzt, es kann ja auch cartoonmäßig sein. Ich kritzel hier einfach mal ein bisschen. Eine Schneeeule. Ich fange hier eigentlich immer so gerne an, ne? Mit zwei Kreisen. So fängt ja auch mein Pinguin an. Und von der Schneeeule kommt das ja eigentlich eher gleich. Ein Stupsnäschen. Dadurch, dass die Schneeeule ja nur einen Schnabel hat, ist da ja jetzt nicht viel mit Stupsnäschen. Also müssen wir noch eine zweite Figur dazu nehmen. Wie machen wir das? Ja, dann nehmen wir noch eine zweite Figur dazu. Stupsnäschen. Das Schnäbelchen von der Eule. Schneeeule, wir haben ja auch Wind. Eigentlich passt es ja, wettermäßig passt es ja, ne? Dann nehmen wir auch eine Mütze dazu. Einen dicken eingemummelten Schal. Keine Ahnung, wie eine Schneeeule aussieht. Wie sieht eine Schneeeule aus? So, ich habe jetzt ein bisschen geschummelt. Ich muss jetzt ganz kurz mal schauen, wie eine Schneeeule aussieht. Ich habe mir schon richtig Gedanken gemacht. Also es war jetzt nicht so kompliziert. Es ist nämlich eher die Farbgebung. So.
Also, wir haben das Stupsnäschen, wir haben die Schneeeule. Wir machen das mal so als Bild. Dann haben wir die Tiere auch nicht ganz. Das ist eher die Farbgebung von der Schneeeule. Eine Schneeeule, es kann auch ganz weiß sein, aber sie hat so ein paar, sie ist so ein bisschen marmoriert. So am Hinterkopf und auf den Flügeln. So, das ist grob mein Bild. Grün werden die Wintersachen sein. Dann haben wir die Schneeeule und die Stupsnase. Haben wir alles. Na, da bin ich doch jetzt ganz stolz drauf. So, ich werde das hier in mein Skizzenbuch zeichnen. Dazu brauche ich noch. Also, ihr nehmt jetzt am kompletten Schaffensprozess teil. Ich habe jetzt hier ja den Rahmen drum gemacht, dass es so ein bisschen Polaroid-mäßig aussieht. Und damit sich die Schneeeule auf dem weißen Papier auch ein bisschen abhebt, werde ich den Hintergrund etwas dunkler machen. Dass das Papier zusätzlich ein bisschen fixiert, falls es doch ein bisschen nasser werden sollte, was ich aber nicht glaube. Also, wir brauchen bisher Washi-Tape, ein paar Klemmen, dann brauchen wir einen Bleistift zum Vorzeichnen. Ich nehme gerne meinen Graphit-Aquarell, weil wenn ich jetzt gleich mit Wasserfarben rangehe, dann vermalt er sich dann noch. Ich habe hier noch meine Skizze, die liegt die ganze Zeit hier neben mir, dass ich ungefähr weiß, was ich hier fabrizieren wollte. Ich werde mal versuchen, hier alles so ein bisschen auf die Seite zu legen, was wir so alles brauchen. Ich habe jetzt meine Skizze so grob übertragen. Die packe ich jetzt noch beiseite, weil ich habe ja alles hier drauf. Die Skizze müsst ihr nicht freihändig übertragen. Die Skizze habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr habt, ein Lightboard zum Beispiel zu übertragen. Oder ihr paust es ab. So, ich werde jetzt mit Aquarellfarben malen. Das heißt, ich brauche ein Tuch. Ich brauche Wasser. Und wir brauchen ein paar Pinsel. Etwas Kleines, etwas Mittleres, etwas Großes. Für den Hintergrund nehme ich gerne so einen Verwaschpinsel, weil der schön viel Feuchtigkeit aufnimmt. Denn für den Hintergrund, das versuche ich so ein bisschen nass in nass zu machen. Aber auch nur relativ grob. Ein paar verschiedene Blautöne hier rein. Also das heißt natürlich auch, wenn ich euch jetzt hier mitnehme, dass ich immer noch ein bisschen experimentiere, ne? Ich habe ja selber vorher noch nicht so einen richtigen Plan, was ich eigentlich machen möchte. Damit der Trocknungsprozess sich jetzt verschnellert, föhne ich mal eben. Ich habe natürlich hier gleich wieder alles weggefegt. Das lege ich euch mal wieder hin. Ich lasse das Washi-Tab auch noch dran, weil ich bin ja hier unten noch nicht fertig, ne? Als erstes werde ich mich mit dem
mit dem menschlichen Wesen beschäftigen, sage ich jetzt mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es Männlein oder Weiblein bleibt. Und werde da jetzt in der ersten Schicht, da nehme ich einen Pinsel in Größe 4. Ich habe hier immer noch schon so ein paar Farben fertig. Ich kann euch gar nicht sagen, was das so für Farbenmischungen hier drauf sind, aber das sind so Hauttöne, nenne ich es jetzt mal. Ich lasiere jetzt quasi erst alles, also ich mache überall so eine ganz dünne Farbschicht drauf. Was nachher alles noch mit Schatten versehen wird. Und da wir auch die Farbe Grün haben, bekommt sie eher, ich weiß es noch nicht, grüne Winter, eine grüne Winterkollektion, sage ich mal. Lass mal die Figur erstmal trocknen. Jetzt beschäftige ich mich mit der Schneeeule. Dann nehme ich jetzt mal den kleineren Pinsel. Ich habe hier einen in Größe 2. Ich werde mir aber auch noch eine Größe 0 parat legen. Dann mache ich hier erstmal das Schneebildchen. Weißen Effekten drin arbeiten kann. Dass wir da vielleicht noch ein paar Federchen einzeichnen können. Ich werde jetzt so ein bisschen die Marmorierung machen. Die will ich mir in dunkles Braun und ein bisschen Schwarz nehmen. Mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so am Hinterkopf, ne? Hinterkopf und Flügel waren so eher. Wenn das hier oben noch nicht so ganz trocken ist, ist das gar nicht schlimm. Das kann ruhig ein bisschen verlaufen. Wieder zu dem Menschlein. Die erste Schattenebene quasi. Thank you.
Hund, ist ja kalt draußen. Stupsnase. Dadurch, dass die Farbe auf der Mischpalette jetzt auch ein bisschen angetrocknet ist, das heißt, sie hat Flüssigkeit verloren, ist sie auch ein bisschen dunkler geworden, habe aber auch noch ein bisschen Schwarz mit reingenommen und gehe jetzt quasi nur an die Enden von den vorgezeichneten Federn, um da noch ein bisschen mehr Kontrast reinzukriegen. Ihr könnt euch natürlich auch vorher ein Bild von der Schneeeule angucken, ich habe ja auch geschummelt. Obwohl ich sie eigentlich blind machen wollte. Aber ihr seht auch hier, wo es jetzt schon trocknet, ne? Das ist ja auch schon, dass es dunkler ist, aber trotzdem noch mal heller wird. So, um das Grün jetzt ein bisschen anzudunkeln, habe ich ein bisschen Blau mit reingemischt. Male gerne in drei Ebenen, also mit der Grundierung, mit der ersten Schattenfläche und dann noch mit einer zweiten Schattenfläche. Ihr könnt harte Kanten lassen, ihr könnt das aber auch ein bisschen weicher machen, die Kanten, indem ihr sie mit ein bisschen Wasser anlöst. Ihr könnt schwarze Details natürlich auch mit einem Feinliner setzen. Ich habe Lust, das mit einem Pinsel zu machen. Grob mit Aquarell sind wir jetzt fertig. Ich möchte gerne aber, dass mein Mädchen hier eine Wollmütze und einen Wollschal auf hat. Und deswegen möchte ich das gerne noch mit ein bisschen Buntstift. Das kann man aber natürlich auch mit Aquarell und Pinsel machen. Meine Buntstifte habe ich hier über mir. Da brauchen wir jetzt ein Grün. Etwas ein bisschen noch für die Eule. Und da brauchen wir dann fürs Eulchen auf jeden Fall noch Weiß. Da nehme ich gerne einen weißen Acrylmarker. So, aber hier machen wir jetzt erstmal. Muss auch gar nicht gleichmäßig sein. Gleich ein bisschen mehr Leben rein. Eule, auch wenn es unrealistisch ist, ein bisschen rosa Wangen bekommt.
auch, dass sie ein bisschen flauschiger wirkt. Wenn ihr das vielleicht jetzt gar nicht so richtig sehen könnt. Aber Details sind doch wichtig. Ich befinde mein Bild für fertig. Ich werde jetzt die Klemmen noch abnehmen, um euch das komplette Ergebnis zu zeigen. Und auch noch das Washi-Tape. Wenn ihr mit dem Föhn gearbeitet habt, seid vorsichtig. Kann sein, dass das Washi-Tape auch ein bisschen sich fester geklebt hat. Und dann haben wir es wie auf der Skizze. So schön als Fotooptik. Das ist ein richtig schönes Ergebnis, das gefällt mir gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren und ich werde diese Runden jetzt alle 2 Wochen machen. Also sehen wir uns in 2 Wochen Sonntag wieder mit dem Thema. Da habe ich wieder die 3 Gläser dabei und werde ein Zettelchen ziehen. Und wir sehen uns aber natürlich auch schon nächste Woche Sonntag wieder. Da habe ich einfach noch keine Idee. Ich lasse mich einfach mal inspirieren jetzt von der ersten Arbeitswoche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich oder ihr werdet genauso viel Spaß wie ich haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude und Inspiration auch für die erste Arbeitswoche und die nächsten ersten Tage noch. Bleibt gesund, viel Schaffenskraft, viel Kreativität. Lasst mir bitte gerne ein Gefällt mir und einen Daumen fürs Abo da. Und wenn ihr das auf Instagram teilt, freue ich mich, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillis benutzt. Und wie gesagt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude dabei und viel Spaß beim Mit- und Nachmalen. Tschüss!